Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo von mir. Ja, der Mrs. Mistzocker ist mein Name oder nennt mich meinetwegen Manuel oder ja, ihr kennt mich sowieso. Was gibt es zu berichten? Ich mache das hier gerade ziemlich spontan, weil ich weil ich gleich weggehe. Für die es noch nicht gemerkt haben, ich habe einen neuen PC. Wer es noch nicht weiß, der soll einfach mal zurückspulen. Also nee, hier und den neuesten Videos zurückspulen. Ich habe in der Playlist schauen. Ich habe einen neuen PC. Spezifikation im alten Video. Gut. Gehen wir direkt zu den Projekten über. Und zwar, ich habe ja ein neues Projekt gestartet. Und zwar Alarm für Cobra 11 Highway Nights. Wie ich sehe, kommt es nicht allzu schlecht bei euch an. Also wenn man hier so vergleicht, 51 Aufrufe sind schon eine Menge, wenn man das hier so vergleicht. Auch APB, Minecraft scheint gut bei euch anzukommen. Das freut mich. Ist klar, die Aufrufezahlen entsprechen niemals der Abonnentenzahl, aber hey, es ist was. Wie gesagt, ich habe es schon mal in einem Let's Play ausführlich erwähnt. Ich mache das nicht, weil ich Aufrufe geil bin oder Geld geil oder was weiß ich. Ich verdiene nicht mal Geld. Ich meine, ne? Ich habe die Videos nicht zur Monetarisierung freigeschaltet, weil ich habe die ganzen Lizenzen und so nicht. Aber auch wenn ich sie hätte, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde es nicht tun. Oder vielleicht noch nicht. Werde ich vielleicht mal tun. Weil ja, es ist für mich ein Hobby. Klar, ist geil, wenn ich mir mit meinem Hobby mein Hobby finanzieren könnte. Muss aber nicht sein. Ich werde das weiterhin einfach so machen, auf meine Kosten. Genau. Und also das kann mir niemand sagen, ich sei geldgeil oder so. Es ist einfach nur für meinen, wie soll ich das sagen? Für meine Motivation, dass ihr halt hier fleißig den Like-Button missbraucht und nur das hat das Ding zur Sache. Es bringt mir kein Geld oder so. Deshalb dürftet ihr eigentlich vor meinen Videos auch keine Werbung sehen. Ich hoffe, es ist so. Genau. Also, die aktuellen Projekte scheinen ziemlich gut bei euch anzukommen. APB, Alarm für Cobra 11, Minecraft, Together, all das. Es macht mir auch wieder riesig Spaß aufzunehmen. Ich hatte eigentlich heute vor, was aufzunehmen, nur habe ich meine Zeit ein bisschen verdallt. Wurscht. Auf jeden Fall, ich habe dieses Wochenende frei, also heute frei, also heute ist schon fast vorbei, Samstag frei, Sonntag frei und Montag frei. Kann ich morgen oder am Montag, je nachdem wann ich morgen nach Hause komme, kann ich noch ein paar Videos machen. Martin, falls du dieses Video siehst, guck, dass du sonntags online bist. Ist er eh. Ich habe mit den beiden Herren von Green BitCube, dem Martin und dem Boris, also dem Sir Pacman und dem Blobble, habe ich ja das APB Let's Play und das Minecraft Together Let's Play gestartet. Zwei richtig coole Typen. Der Martin, der Sir Pacman ist ja auch ein Schweizer. Von dem her verstehen wir uns ziemlich gut. Natürlich auch mit dem Blobble, ist nicht böse gemeint oder so. Sind zwar wirklich nette Typen. Schaut einfach mal hier vorbei bei Green BitCube. Ich finde, für das, was sie leisten, haben sie einfach zu wenig Abos und zu wenig Aufrufe. Habe ich zu viel Abos gesagt? Ich hoffe nicht. Ne, sie haben auf jeden Fall zu wenig Abos und zu wenig Aufrufe. Genau. Weil, es sind wirklich zwei nette Typen, die auch wirklich Herzblut und alles ins Video stecken und ja, soll auch belohnt werden. Genau. Zu meinen weiteren Projekten. Also, Alarm für Cobra 11 ist jetzt gestartet. Können wir doch direkt mal gucken.
Also, als unregelmäßige als Projekte sind natürlich ABB und Minecraft. Also Alarm für Cobra 11 hat für mich ganz klar Vorrang, weil es ist für mich ein Hauptprojekt, was auch wirklich ein Ziel hat, weil ABB und Minecraft sind ja eigentlich so endlos Projekte, ohne wirklich keiner, ja, Sinn, nichts hat auf dieser Welt Sinn, weil wir sterben eh alle, wo es ein Ziel hat. Ja, ABB hast vielleicht mal ein Ziel, ja, ich will alles freigeschaltet haben, ich will die Karre oder das Auto das so aussehen. Minecraft, ja, ich will vielleicht mal New York City nachbauen, aber ja, es sind halt alles so endlos Projekte. Nur Alarm für Cobra 11 ist halt ein Hauptprojekt. Zu GTA komme ich gleich, was ich auch irgendwann mal abgeschlossen haben will, weil es kommen ja noch mehr Projekte. Crash Time wird vorerst ins Wasser fallen, weil das performance-technisch momentan noch nicht machbar ist. Ich habe meinen alten Rechner noch hier. Ich werde den wahrscheinlich ein bisschen aufbrezeln, beziehungsweise aus dem kaputten meiner Mutter und meinem alten, also nee, dem kaputten meines Bruders, der ursprünglich von mir ist, werde ich da irgendwas zusammenschustern und gucken, dass ich dort drauf das Ding let's playen kann. Aufnehmen wird kein Problem sein, rendern wird das andere sein, aber hey, ich quatsch schon viel zu lange. Genau, muss mal gucken, ob ich dort irgendwas zusammenschustern kann, weil das Ding läuft noch auf Windows 7. Von dem her ist eine kürzere Zeitspanne, was dazwischen liegt. Dann GTA Online, GTA 5 Online, was sich ziemlich viele PC-Gamer wünschen. Es kommt einfach nicht. Nein! Ich habe bei, wie heißt es, worldofgames.ch, so eine Schweizer Gaming-Seite, mal geguckt, was das Release-Datum macht. Erst was angesetzt auf März, noch nicht von Rockstar bestätigt, und jetzt ist es irgendwie verschoben worden auf August oder so. Oh, Entschuldigung. Und ja, halt alles Spekulationen. Ist mein Mikro überhaupt an? Ja. ja, alles Spekulation. Ich hoffe, ich bete, dass Rockstar Games die Scheiße endlich auch für PC rausbringt. Klar, ich könnte es mit Emulator machen, bla bla bla, habe ich aber keinen Bock, weil ich will das wirklich für PC haben, damit ich auch vor allem online zocken kann. Dann eben kommt die ganze Cobra 11 Serie von Crash, nee, Crash Time eventuell. Ich weiß es noch nicht. Eben jetzt momentan ist ja Highway Nights, danach kommt das Syndikat und nach dem neuesten Teil Undercover. Genau. Nach denen ist dann hoffentlich Sommer, beziehungsweise schon fast wieder Herbst. Und The Crew kommt ja im Herbst, ich weiß, wenn ich mich nicht täusche, schlag mich nicht, wenn ich mich täusche, kommt ja dann The Crew raus, so vor Herbst. Das wird auf jeden Fall Let's Played. Das ist ein richtig fettes Game. Werde ich auf jeden Fall spielen. Und nach Cobra 11 wird wahrscheinlich, ja, ich weiß noch nicht. Entweder wird ein Need for Speed Teil eingeschoben, irgendwie Undercover, ja, Undercover hieß es. Entweder Undercover oder noch ein Unlauf Pro Street. Das läuft jetzt mehr oder weniger flüssig, also ohne Probleme. Mal gucken. Oder dann werde ich halt mal auf Strategiespiele setzen und dann werden wir halt mal eine Runde Siedler oder so zocken. Genau, das weiß ich noch nicht. Ihr könnt mir auch mal Vorschläge in die Kommentare schreiben, was ich nach Alarmkopf für Cobra 11 Let's Playen soll. Ich gehe gerne auf eure Wünsche ein. Ich bin da ziemlich offen. Genau. Dann, ja, GTA San Andreas Multiplayer. Das Sorgenkind. Ja. Was soll ich da sagen? Ich weiß es nicht, was ich da sagen soll. Weil der Server ist. Keine Ahnung, was mit dem ist. Falls irgendein Admin das sieht, schreibt mir bitte mal einen Kommentar, was gerade los ist. Weil auf dem TS treffe ich kein Schwein. Auf dem Forum ist kein Schwein. Auf dem Forums-Chat, auf dem Live-Chat ist keine Sau. Pff,
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo die Leute sind. Ich werde denen mal eine PN schreiben. Also, falls es hier irgendeinen Admin sieht, entweder Matze oder Nate oder wer auch immer und weiß, was mit dem Server los ist, schreibt mir es bitte mal in die Kommentare oder per PN meinetwegen. YouTube hat jetzt momentan die PN wieder, also den Posteingang wieder eingefügt, was ich auch gleich noch sagen werde. Genau, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Ja, und sonst, ich schreibe sonst morgen mal links jemanden an auf dem Forum. Genau. Also, ich sag's mal so, ich habe nächste Woche noch, muss ich noch arbeiten und ab dem 2. Februar, doch, Februar, 2. Februar habe ich dann Ferien. 2. Februar wird man mich nicht brauchen können, weil wir gehen am 1. noch Geburtstag von einem Kollegen feiern, aber das ist wurscht. Genau. Da habe ich dann Ferien vom 3. bis zum 9. Februar und habe nichts vor. Das heißt, ich werde für YouTube ziemlich arbeiten. Und ich habe mir das Ziel gesetzt, in dieser Woche fange ich wieder irgendwas SAMP-mäßig an. Entweder SMP, also nee, GTA-mäßig. Entweder SMP oder MTA. Auf jeden Fall San Andreas. Ich werde die Leute mal anschreiben, was mit dem Server ist. Genau, also nächste Woche ungefähr. Ich denke, es kommt nochmal in ein Infovideo, sonst kommt direkt ein Let's Play-Video. Aber ja, Infovideo denke ich kommt schon noch vor den Ferien. Dann noch ein letztes Thema. Genau, also nochmal kurz zurück. Falls irgendein Admin das hier sehen sollte, bitte schreibt mir mal in die Kommentare: What's going on? What the fuck? What's going on? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Durchblick mehr. Jemand ist auf dem TS. Ich bin ab und zu mal auf dem TS und kein Schwein ist da. Ja. So, nächstes Thema. YouTube. Wie wir es lieben oder eben auch nicht. Erstmal für alle, die mir Kommentare oder PNs geschrieben haben. Erstmal danke dafür. Nur, seid mir nicht böse, wenn ich denen nicht geantwortet habe, weil YouTube hat hier irgendwie hat den Posteingang entfernt. Man muss ja eine Zeit lang über den Videomanager und so rein. Kommt man in den Posteingang. Das ging jetzt auch weg. Und seit gestern habe ich, entweder war es schon da oder ich habe es einfach nicht gerafft oder es war irgendwie weg. Habe ich gestern über die Community-Funktion gesehen oder wieder den Posteingang gefunden. Also wenn ihr irgendwelche Kommentare oder PNs geschrieben habt, seid mir nicht böse, dass ich die nicht beantwortet habe. Es liegt nicht daran, weil ich asozial und euch total hasse. Weil ich asozial bin und ich euch total hasse. Ja, Deutsch ist halt nicht so mein Bier. Seid mir bitte nicht böse, weil ich kann es nicht lesen. Gar klar, Google Plus, aber sorry. Google Plus ist für ein, ne, für ein Popo. Es gehört dahin, wo die Sonne nicht scheint. Ja, also ganz ehrlich, das Google Plus, es ist der größte Rotz. Ganz ehrlich. Es ist einfach, YouTube zwingt einen auf etwas, was man keinen Bock dazu hat. Oder sagen wir es so, Google. Google zwingt uns auf etwas, was wir keinen Bock haben. Jetzt haben sie zum Glück wieder die Kurve gekratzt und haben diese Community-Funktion eingebaut, was finde ich sogar noch einen Tacken besser ist als der frühere Posteingang. Man hat Kommentare separat, so ein speziellen Fenster und den Posteingang mit den PNs. Genau. Also falls ihr irgendwelche PNs oder so geschrieben habt, seid mir nicht böse, ich habe die nicht gesehen. Und irgendwie kam die auch nicht mehr. Also ich ging gestern mal in den Posteingang, da war nix. Nicht. Tot. Leer. Tote Hose. Als hätte mir 2, 3 Wochen lang niemand was geschrieben. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass mir irgendwer irgendwas geschrieben hat. Drum, falls ihr mich irgendwie angeschrieben habt per PN oder so, schreibt es mir bitte nochmal, weil ja. Darum.
Gut, ich denke, ich bin jetzt hier fertig. Ich sabbel sowieso schon 15 Minuten. Pff, sorry, Leute, dass ich so lange Scheiße labe. Aber gut. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende. Guten Morgen, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und verabschiede mich von euch. Das war's für dieses Mal von mir, Mr. Swisszocker. Ihr hört wieder von mir. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Arrivederci. Tschüss.